Tagbautänzen. So, und spätestens nach Tetris Effekt wurde es Zeit. Es wurde Zeit, mal wieder in Res Infinity reinzugucken. Ich hatte ja bei Tetris Effekt bei der EGX-Demo, war ich ja sehr enttäuscht, ne? Das wisst ihr. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, die Grafik ist total blurry und zerfranst und langweilig und was soll das? Und weil ich im Hinterkopf hatte, dass die Jungs hier Res Infinity gemacht haben, ja. Besonders der, ich muss mal gucken, genau, hier gibt es die Credits, der berühmte Tetsuya Mitsuguchi. Und Res Infinity ist halt brillant technisch, ja. Hier sieht man nicht einen einzigen Pixel, obwohl das ganze Bild aus Wireframes und später im Area X auch aus Partikeln besteht, etc., etc. Es sieht perfekt aus, ja. Hi Thorsten. Und deswegen habe ich erwartet, dass Tetris halt einfach perfekt aussehen wird. Und das hat es am Anfang nicht. Ja, jetzt tatsächlich, wo die finale Version raus ist, die sieht auch toll aus. Aber hier in Res Infinity ist quasi alles perfekt. Ich finde leider kein anderes Wort. Ja, die Auflösung ist, die Weitsicht ist gut. Es gibt überhaupt gar keine Kantenflimmern und nichts. Es sieht alles super aus. So. Und das Perfide an Res ist aber, man kann es in ungefähr 700 verschiedenen Arten spielen. Moin Dominik. Erstmal kann man es auf dem Bildschirm spielen. Fällt natürlich aus, ne? Ist uns allen klar. High Side. So, dann guckt euch mal allein schon die Optionen an. Wir gehen mal auf Einstellung. Der VR-Stil, ja. Einmal gibt es Standard und einmal dynamisch. Bei dynamisch bewegt sich die Kamera mehr. Das ist halt für Motion Sickness empfindliche Menschen ein bisschen unangenehmer. Dafür gibt es den Standardmodus. Der ist ein bisschen gemütlicher. So ähnlich wie bei Wipeout. Ne? Da hat man ja auch drei Einstellungsmöglichkeiten. Und dann, als ob das nicht reichen würde, die Steuerung. Ich habe gerade das Gamepad in der Hand. Ne? Also den Shock Dual Shock Controller. Und aber bei der Steuerung kann man sich bei dem auch drei verschiedene Typen einstellen. Nämlich Typ 1, wo ihr mit den Sticks den Laser, das Fadenkreuz lenkt. Typ 2, wo noch was anderes passiert. Und Typ 3, den habe ich jetzt gerade mal angewählt, weil ich den noch nicht kenne. Den will ich mal ausprobieren. Verrückt, ne? So, dann kann man auch die Helligkeit einstellen, bababa. Und jetzt kann man auch, wenn man möchte, mit dem Move-Controller spielen und nicht mit dem Aim, mit dem Touchpad. Oh mein Gott. So, ich spiele, weil ich heute irgendwie, ich hatte Bock auf auch ein bisschen gemütlich rumsitzen mit den Händen im Schoß wortwörtlich und habe den Controller in der Hand. Und jetzt gibt es auch noch verschiedene Game-Modis. Das normale Spiel, also die Kampagne kann man es ja nennen. Dann gibt es die Reise. Das ist quasi eine ungefährliche Version der Kampagne, ja, wo man keine Punkte kriegt, sondern einfach nur alles gemütlich angucken kann. Dann gibt es spezielle Modis, Punkteattacke, wo man nochmal in Level geht und versucht, einen möglichst hohen Score zu erreichen. Und dann gibt es Beyond. Und das Verrückte ist wirklich, moin Horse Golf, ich habe von dem Spiel wirklich auch schon viel gespielt, aber seht ihr das? Ich habe ganze Modis noch freigeschaltet und so weiter. Und es gibt für Beyond auch noch Optionen. Alter Schwan, das ist unfassbar. Also mit Res Infinity kann man, glaube ich, allein schon das eins der bisherigen PSVR-Jahre füllen. Und das ist es auch wert. So, pass mal auf. Wir machen jetzt mal Folgendes. Assault-Modus. Moment. Ein Angriff auf alle Areale in Reihenfolge vom Anfang bis zum Ende. Klingt für mich wie die Kampagne, aber hey. Eine Mission in einem vergessenen, unbenutzten Teil des Netzwerks. Oh, verlorene Areale. Das ist interessant. Das scheint außerhalb der Kampagne stattzufinden. Transmission gesperrt. Erreiche den Highscore im verlorenen Areal. Also, ich muss offensichtlich das verlorene Areal mal durchspielen. Aha, und dann gibt es einen Modus, wo man offensichtlich nur noch gegen die Bosse spielt. Ist das alles verrückt. So, wir machen mal spielen. Ganz normal. Wir fangen bis bei Area 1 an. So. Und ich versuche euch mal am Anfang, für alle, die das Spiel nicht kennen, so ein bisschen zu erzählen, was hier abgeht. Das Ganze ist nämlich quasi ein Rail-Shooter und funktioniert aber so, dass ich hier die Sachen anschaue und wenn ich loslasse, werden Waffen ausgelöst, ja, und die Dinge werden vernichtet.
Und wie ihr merkt, genau wie bei Tetris Effekt, erzeugt jede Aktion von mir auch einen Ton. So. Und das ganze Spiel kam irgendwann in der Vergangenheit auf dem Dreamcast raus, ja? Unfassbar. Und das Resident Infinity ist jetzt die erweiterte Version, die halt einen VR-Modus hat. Und das ist so geil. Was ist denn jetzt los? Hallo, Arno. Wieso fragst du was? Warum das? Warum nicht? Hi, Äffchen. Ich habe schon gesehen, du hast gerade Tetris gespielt, ne? Ich hatte halt echt Bock drauf. Also, nachdem ich jetzt Tetris so gesuchtet habe die letzten Tage, wollte ich mal wieder gucken, wie eigentlich Res war. Weil das von denselben Leuten ist, ne? Und ihr seht es, die Musik legt langsam immer mehr los. Genau, momentan ist ja nicht viel los, ne? Ich schieße hier nur die Dinger ab. Wie gesagt, die Figur bewegt sich von alleine. Und das ganze Ding hat auch ein sehr cooles Progression-System. Und wird immer fieser und immer hypnotischer. So, wow. Oh mein Gott. Ja, aber das ist ein unfassbarer Trip. Ich merke gerade, ich habe ja jetzt den Kameramodus, wo ich gedreht werde. Ich habe sonst immer in einem Kameramodus gespielt, wo ich mich selber nach hinten drehen muss. Bin gar nicht so sicher, ob ich das gerade so geil finde. Und noch ist ja die Grafik auch recht gemütlich, ne? Also wir haben hier nur so ein paar Wireframes und die kommen auf uns zu, hier die Gegner. Und später im Verlauf des Spiels wird das so weird. Ja, die Grafik fängt dann an, vor sich hin zu morphen und immer verrückter zu werden. Und man wird immer mehr reingezogen. Und das ist so ein Trip. Und die Sachen, die ich hier außerhalb der Gegner einsammle, die leveln meine Figur aus. Seht ihr? Die verändert auch die Form mit der Zeit. Und es ist ganz verrückt, weil auch gerade die Synchronität meiner Schussgeschichten hier mit der Musik werden irgendwann so ein hypnotisches Element. Das ist unfassbar. Wow. Man muss natürlich auch auf diesen Retro-Grafikstil stehen, ne? Das hat ja so ein bisschen was von Tron. Alter, schieß doch nicht. Sorry, Stefan, das konnte ich eben nicht durchlesen. Das war ein bisschen zu lang für meine action-getriebene Aufmerksamkeitsspanne hier. Ich verstehe auch, wenn das jetzt in 2D bei YouTube zum Beispiel ein bisschen lame aussieht, weil es nur so Linien sind. Aber vergesst nicht, in VR, man ist mittendrin in dem Käse. Sieht halt super cool aus. Und ich stehe ja eher auf diese Low-Poly-Geschichten, ne? Und Res ist für mich so die Mutter der Spiele, die zum ersten Mal absichtlich eine spezielle Retro-Optik schoben, ja? Und das 2002 oder wann das rauskam. Achso, und außerdem habe ich ja angefangen jetzt Reviews zu machen. Das kann man nicht vergleichen. Ich finde auf jeden Fall Res besser. Weil es aber auch wie soll ich sagen, das ist Quatsch. Also ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, ich liebe Res einfach, aus Prinzip schon. Es hat so viele Dinge, die ich gerne mag. Aber Tetris ist natürlich, muss man auch ehrlich sagen, also das pure Tetris ist an sich das genialere Spiel, ja. Und Tetris in der Kombination mit diesen Res Infinity Musik-Sync-Elementen
ist halt nochmal tausendmal geiler. Rest ist besser als Tetris in VR. Rest ist besser als Tetris in VR. Komische Aussage, warte mal. Nee, kann ich gerade nicht absorbieren. Also Res in VR ist besser als Tetris in VR. Tetris braucht halt das VR, also Tetris Effect jetzt konkret, nicht so super dringend. Ne? Es ist ein super geiles Add-on, aber es benötigt das hier nicht. Und, oh scheiße, das hier ist übrigens gerade ein Bossgegner, ne? Man kann das übrigens auch spielen, indem man die Gegner nicht angucken muss, sondern drauf zeigt oder so. Ich muss das mal dringend auch mit dem Move-Controller spielen, das interessiert mich auch. Die Sachen an, dann sind sie selektiert. Dann lasse ich X los und die Raketen werden abgeschossen. Und das Ganze passiert halt so mehr oder weniger. Ah, Raketen. Zur Musik gesenkt. Oder nicht mehr oder weniger, sondern auf jeden Fall. Und irgendwann entwickelt man dann seinen eigentümlichen Flow. Also man erwischt sich dann dabei, dass man noch selber die Knöpfe drückt im Takt der Musik und so weiter, ne? Ja, dann probier's ruhig nochmal. Ich meine, es war jetzt nicht oft im Ziel. Sag mal, wie krass ist denn der Boss hier? Was für Fragen? Kann man das Spiel durchspielen? Ja. Also, es hat eine Kampagne. Genau, es hat eine Kampagne, aber auch die Kampagne kannst du in so vielen Varianten spielen und so. Es ist so ein bisschen wie bei Tetris jetzt auch, ne? Es gibt das eigentliche Spiel und dann so viele Side-Modis, die so viele Sachen machen. Was macht er denn jetzt hier? Achso, ich bin mit dem ersten Level fertig. Oder so. Läuft er. Guck mal, und der Hauptkern hier, der erinnert auch total an Tron. Ne? Da muss man am Ende. Ich spiele das nicht erst jetzt. Ich spiele das schon ewig. Ich habe das schon natürlich bei Release gespielt, aber damals habe ich noch nicht so viele Videos aufgenommen. Also es kann schlicht sein, dass ich das... Ich habe das mal aufgenommen, aber wirklich als eins der ersten 10 Videos auf meinem Kanal. Und ja. Und achso, und ich spiele es jetzt nochmal, weil ich ein Review machen will. Ja? Ich will Res mir ganz genau angucken, alles nochmal angucken und erleben und dann ein schönes Review schreiben. Weil ich finde, dass das Spiel hier wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Ah, nee, ist nicht im Sale. Aber es lohnt sich auch im Nichtsehen. Fantastisches Spiel.
Ich glaube, es ist auch wirklich schwer zu transportieren, was hier gerade so cool ist. Oh oh, da sind mal ein paar durch die Lappen gegangen. Die auch. Einiges an dem Spiel verstehe ich auch bis heute noch nicht, muss ich zugeben. Ich weiß, es war vielleicht ein oder zweimal im Ziel schon. Darauf habe ich natürlich immer hingewiesen, ne? Und habe immer gesagt, ah Leute, Raz ist endlich im Sale, los, 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 kaufen. Oh oh. Und was ich bei Tetris ein bisschen schade finde, während man Tetris spielt, ist man ja sehr, sehr auf, naja, das Tetris-Con fixiert. Und diese ganze Action drumherum, die kriegt man gar nicht so mit, ne? Hier ist das noch wesentlich besser eingebaut ins Spiel. Ich muss aber auch erstmal wieder so den Flow finden. Was halt hart ist, wie gesagt, ne, ich habe damals gar nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise doch, ich glaube, es hatte nicht von Anfang an eine Pro-Unterstützung und sieht halt knackscharf aus, ne? Hier gibt es nichts, kein Pixel, als wenn, ja, keine Ahnung, als wenn wir auf dem Retina-Display spielen würden, auf dem iPhone oder so. Unfassbar. Das macht man sich gar nicht mehr bewusst manchmal. Dass am Anfang Spiele rauskommen, die technisch so brillant waren. Und die ersten Level sind auch noch relativ zurückhaltend, ja? Also das geht nach hinten hin richtig ab. Mit der Umwelt und Grafik und so. Und gerade. Viele Spiele. Also ich war ja auch total beeindruckt von Windlands. Hallo, hallo, hallo. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Oh, shit. Ah, ich wollte gerade mal stoppen. Hallo, hallo. Oh. Ich finde auch das Gegnerdesign ganz geil. Ich stelle mir mal vor, wie das aussehen würde, wenn sie das heutzutage designt hätten. Ja, dann werden die Sachen wahrscheinlich ein bisschen komplexer. Jetzt geht's wieder langsam richtig ab. Oh oh. Ich glaube, mein Charakter hat jetzt seine zweithöchste Daseinsform erreicht. Seht ihr das? Der sitzt jetzt da und wie so ein Buddha. Oh mein Gott. Was geht hier ab? What? Dass ich das letzte Mal komplett durchgespielt habe, ist aber auch auf jeden Fall ein Jahr her oder so. Raz wäre eins der Spiele. Das ist halt bei mir so ein Dauerbrenner, ne? Es gibt ja Spiele. Alter, guck mal, mein Charakter, jetzt ist er ein, keine Ahnung, ein schwarzes Loch oder sowas. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diesen Level schon mal erreicht habe.
kann nämlich seinen Charakter hochleveln. Und mit jeder Stufe wird er halt fester gegen Angriffe. Und der Witz ist, wenn man das komplette Original Res durchgespielt hat, in seinen 700 existierenden Modis, dann gibt es halt noch das brandneue Aria X. Ja? Und das ist so unfassbar. Alter. Ich glaube, wir kommen wieder auf einen Boss. Ja. Aha, aha. Gut, das war ein... verhindern, dass die Raketen abschießen. Die einzelnen Arme. Wow. Alright. Wie geil. Jetzt dekodiere ich offensichtlich hier irgendwelche Sicherheitssysteme, um in den Kern des Bosses zu kommen. Warum nicht? Evangelion, sag mal, spielst du eigentlich Firewall oder sowas? Irgendwie? Schon lange jetzt nichts mehr zusammengespielt, ne? Alter, was geht denn hier? Oh Gott, das ist alles um mich herum. Was ist hier los? Guck dir das mal an. Oh oh, oh oh. Jetzt wurde mein Charakter getroffen und ist... oh Gott, ich muss was tun. Ich weiß nicht. Hilfe! Was soll denn das? Das ist doch fies. Guckt euch das mal an. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Da, jetzt bin ich kaputt. What? Krasser Scheiß. Aha. Was war das denn? Der Gegner war hinter mir und schoss dann aus meiner Richtung auf meinen Charakter. Da hätte ich irgendwas anders machen müssen. Wie fies. Na gut. Pass mal auf, wir gucken uns nochmal das verlorene Areal an. Ich dachte halt, ich spiele mal so weit, bis ich das erste Mal sterbe. Hm, ist jetzt schon passiert, leider. Fies eigentlich, ne? Aber so kann man auch mal ein paar Sachen hier angucken. Weil eigentlich die Level, die nach hinten kommen, die wären erst richtig geil. Okay. Und du, ich hoffe, dann endet die Pause auch bald mal wieder. Du spielst wieder mit uns. Das Schöne ist aber, hier im Menü kann man sich auch die Gegner angucken. Ich liebe das ja, ne? Ich plane gerade, einen kleinen Film selber zu machen. So, also mein angeblicher Grund ist, ein tolles Intro für den Kanal hier zu machen. Aber in Wahrheit, als Filmemacher will ich auch mal ein eigenes Projekt wieder machen. Und ich habe Bock auf so eine total abstrakte, tronnige Welt, in der das spielt. Habe eigentlich schon eine Story im Kopf, die passieren soll. Also so eine ganz kleine Narrative gibt es auch. Und ich habe halt total Bock auf eine Welt, die auch von so, naja, Cyberwesen bevölkert ist. Ihr werdet sehen, wenn ich den Arsch hochkriege und das alles mal in der 3D-Software zusammenfummel, dann können wir uns das vielleicht eines Tages mal angucken, wie es jetzt schon in meinem Kopf ist. Tja.
schön entspannt. Oh, Rakete. Nee, als richtiger 3D-Film mit einem Schnickschnack. So wie ich meine Jobs machen würde normalerweise. Ich habe ja fast jedes Jahr jetzt irgendwie ein eigenes Projekt gemacht. Letztes Jahr war es ein Film für meine Atari Root sozusagen. Erstmal ein Film VR. Er ist erstmal ganz Standard ein 3D-Film. Der Witz ist aber, wenn ich denn den Content dafür gemacht habe, ne? Also das Material, Charakter, Welten und so weiter und so weiter, wäre tatsächlich ein Side-Effekt. Als nächster Schritt mal zu versuchen, das in Unity zu importieren. Oder eine andere VR-Engine. 3D-Engine, Entschuldigung. Und auch mal zu schauen, wie man das in Echtzeit verarbeiten kann. Ja, tatsächlich. Wie gesagt, ich plane eh so einen Low-Poly-Style, der aber ein bisschen elaborierteres Shading haben wird. Und ein Stück weit müsste sich das auch in Echtzeit dann umsetzen lassen. Das wäre mal ein schönes Experiment, weil ich möchte auch irgendwann mal in Unity oder sowas reinkommen. Aber wenn ich ja den ganzen Tag VR-Spiele spiele, wird das nie was, Leute. Ich spiele auch heute schon wieder nur, weil ich letzte Woche angefangen habe, mir wegen dieses eigenen Projekts Gedanken zu machen. Und prompt hat jemand angerufen und wollte jetzt diese Woche einen Job machen. Also mir einen Job geben. Und mit dem muss ich mal heute telefonieren. Und das bedeutet, also ich habe diese Woche schon wieder keine Zeit für mein eigenes Projekt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann kannst du auch heute noch ein bisschen was spielen, bevor du ins Büro gehst. Wow. Das sind übrigens hier nicht Endgegner, sondern einfach nur so Zwischenbosse. Oh. Und wenn man den nicht schnell genug abschießt, schießt er so einen fiesen Laser. Ja, lass dich mal überraschen. Also, es ist momentan alles in meinem Kopf. Und, ich schätze mal, ich mache das alleine. Ich kenne allerdings jemanden, den ich auch wegen Jobs manchmal frage, der sehr, sehr gut ist in Character Rigging und sowas. Also das Vorbereiten eines 3D-Characters zur Animation. Und den würde ich ganz gern fragen, ob er mitmachen will. Das würde mir nämlich sehr viel Zeit ersparen. Also damit könnte ich mich dann auf den kreativen Part konzentrieren. Ich glaube, mir gefällt der Kameratyp 3, den ich eingestellt habe, nicht so richtig. Das muss ich jetzt echt mal feststellen, weil da wird meine Blickrichtung quasi dann oft irgendwo hingestellt. Das empfinde ich als, empfinde ich irgendwie als Gängelung gerade, ja? Also deswegen stelle ich jetzt mal wieder auf Standard und die Steuerung. Die Kamera bewegt sich dynamisch zusammen mit der Bewegung des Laservisiers. Nutze den Wireless Controller und deine Kopfbewegung, um das Laservisier zu steuern. So, ich lass mal. Aha. Trans Vibration auf aus. Vibration von einem separaten Controller nutzen. Oh, also man kann einen zweiten Controller anschließen, der vibriert dann. Habe ich aber gerade eh nicht. Okay, jetzt machen wir mal weiter. Mal sehen, was sich geändert hat. Achso, jetzt steuere ich meinen Cursor hier mit dem linken Stick. Und kann meinen Kopf freier bewegen. Das finde ich irgendwie angenehmer, ja.
Und wie gesagt, ich war ja von Tetris am Anfang so ein bisschen enttäuscht. Ja? Die EGX-Demo, die kam total lame rüber. Aber dieser Effekt von Res Infinity, ne? Beziehungsweise von Res generell, dass nämlich alles so, alle Bewegungen mit Sound untermalt sind, der wiederum zu Musiksynchron läuft, das hat ja auch Tetris, ne? Und dieser Spirit, ne? Dieses merkwürdige Flow-Gefühl, wenn man es eine Weile spielt, das hat Tetris auch bekommen. Und wenn man die Kampagne spielt, das ist auch unfassbar, was neben allen in VR da an strangen 3D-Welten abgeht, ja? So, und meine Hoffnung wäre, dass das Sonnentitel hier auch irgendwann für die Oculus Quest erscheint. Weil das echt so ein Ding ist, was es eigentlich total verdient hat, dass man das mal eine Woche am Stück spielt, ja? Und so richtig erforscht und kennenlernt, jeden Winkel davon. Und das ist bei mir schon fast wie im Urlaub Bücher lesen, ja? So was macht man in seinem normalen Alltag fast nicht mehr, ja? Ich schaffe es ganz selten, ein Spiel mal so in aller Ruhe zu spielen. Das letzte war Windlands. Das habe ich im Sommer vor meinem eigentlichen Urlaub gespielt. Hey, wo sind die Gegner? Und wirklich mal so 3 Tage am Stück, nichts anderes, nur ganz in Ruhe Windlands. Das war so schön. Nee, ist es nicht. Nee, Res hat nach der zeitexklusiven Phase auf der PlayStation hat das auch einen Port für PC bekommen. Ja, also das Res Infinity gibt es für alle Plattformen. Ich glaube sogar für die mobilen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das ist für Daydream oder so rausgekommen. Da muss ich mir nochmal gucken. Und das würde hoffentlich bedeuten, dass es dann auch eine Oculus Quest Version gibt. Vielleicht gibt es sogar eine Oculus Go Version. Ich weiß es nicht. Scheiße. Das muss ich echt mal nachgucken. Das wäre der Wahnsinn. Gut. So, das verlorene Arsenal war jetzt aber auch nicht so hitmäßig, ne? Ein Angriff auf alle Areale in Reihenfolge. Nee, ich würde gerne Punkteattacke. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, ich kann ja auch nur machen, was in mir vorgeht. Ne? Solche Spiele beeindrucken mich halt wahnsinnig und dann kann ich nur sagen, Leute, ich bin wahnsinnig beeindruckt. Das muss ja auch nicht so sein, dass das jeder dann so empfindet, aber bei mir ist es halt so. Und Windlands zum Beispiel ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das Gefühl, da durch die Luft zu schwingen, ist so cool. So, jetzt bin ich einfach mal in Area 4 gegangen. Ich habe auch leider diesmal mein Handy in meinem Zimmer liegen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist und wie lange ich sende. Ich hoffe aber, dass dieser Bella mich irgendwann hier rausholt. Weil ich heute Essen machen will. Und danach dann irgendwann ins Büro gehen. Oder auch nicht. Mal gucken, angeblich soll ja heute Trickster rauskommen im europäischen Store, ne? Also, falls das so ist, Herr Affenpresse, dann haben wir ja offensichtlich eine Verabredung, ne? Boah! Oh, scheiße! Ich bin gestorben. Oh mein Gott, ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Also ich spiele jetzt gerade so einen extra Modus, der quasi nur Punktejagd ist und bin prompt gestorben. Wir können ja mal gucken. Also ich dachte aber, in dem Modus können wir mal schnell in andere Areas rein sneaken. Aha. Megalith kommt ja erst Dienstag und ich habe eben mal schnell reingeguckt. Ich glaube, dass die Pre-Beta, die ich zur Verfügung hatte, da sind die Server jetzt offline. Und dann kommt es am... Scheiße, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Jetzt. Dann kommt es am Dienstag jetzt in die Open-Beta. Na,
weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Muss ich mal gucken. Also auf jeden Fall kommt es in die Open Beta. Von dem Tag an kann man es auch vorbestellen, haben die Entwickler gesagt. Und dann mal schauen. Ich wollte es nämlich heute nochmal mit dem Gamepad spielen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Und ich fand nämlich die Move-Steuerung so ein bisschen... Also man kann ja da seine Arme frei bewegen. Ne? Wenn ich aber als Monster einen Schlag ausführen möchte, muss ich einen Knopf drücken und kann nicht einfach nach vorne langen. Das fand ich ein bisschen doof. Dann habe ich mir gedacht, man kann es ja genauso gut dann mal mit dem Pad probieren. Ich finde irgendwie die Musik sehr zurückhaltend. Ich bin ein bisschen erstaunt. So ganz soft. Ich weiß nicht, ob ich die zu leise gestellt habe. Oh. Ah, Rakete. Wo ist der hin? Ah, den habe ich nicht mehr gekriegt. Auf jeden Fall, es gibt hier später noch Level, die sind total irre. Da ist man in so riesigen Hallen und so ein riesen Roboter läuft hinter einem her und so. Voll abgefahren. Und alles, was wir bisher gesehen haben heute, ist ja irgendwie sehr abstrakt, aber im Verlauf des Spiels wird das auch sehr, sehr sachlich und man hat dann wirklich konkrete Gebilde. Man muss auch so ein... fiesen Prozessorkern irgendwann bekämpfen und so. So ein bisschen wie das Ende von Battle Zone. Beziehungsweise gar nicht das Ende, sondern ja doch, diese Funkstation, die man zwischendurch vernichten muss. Wo seid ihr? Die setzen aber schon ganz schön zu, ja, ne? Können wir sonst ganz kurz nochmal ins Area X reingucken. Aber bei denen habe ich das Gefühl, dass das Spiel sich wesentlich schöner mit Move-Controllern. Bin mir aber nicht mehr sicher. Wir können ja mal hier abbrechen. Lockout. Boom. Und dann zurück und da. Area X. Ha! Spielen Reise. Achso, also hier können wir jetzt mit einem ohne Game Over spielen. Das geht ja quasi immer weiter. Man kann sterben, dann geht es wieder von vorne los, etc. Was ist denn jetzt los? Jetzt hat er auch 2D umgeschaltet. Das ist ja schräg. Ich werde Beat Saber sowas von streamen. Da kannst du aber einen drauf lassen. irgendwas... Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so sein soll, Leute. Mein. Ah, jetzt sind wir wieder in Feuer. Guck mal. Oh, yeah. So sieht das ganze Dilemma nämlich in Area X aus. So, und hier ist alles nicht mehr aus Linien, sondern aus Partikeln. Und das ist ein unglaublicher Trip. Most streamt alles, ja, genau. Und auch die Musik ist hier eher so trance, ja, so chillig und unfassbar. Zockst du mit Head Movement? Nee. Ich mach gerade lieber mit dem Stick. Irgendwie ist mir das lieber. Weil ich mich dann mit dem Kopf frei umgucken kann.
Oh mein Gott, ist das cool. Also ihr seht es, ne? Hier löst sich immer alles so in Partikelwolken auf. Das sieht super cool aus. Und das ist sozusagen die Evolution von RES, ja? Also so sieht ein RES heutzutage aus. Und ich hätte mir eigentlich immer gewünscht, dass sie aus dem Area X noch, naja, dass es einen RES 2 oder so mal gibt, das dann komplett ist wie Area X. Aber tatsächlich ist Area X auch relativ länglich, also lasst euch nicht täuschen, das kann man auch, glaube ich, eine Stunde oder so spielen. Das sieht so cool aus. Also es war mal im Sale, falls das noch die Frage ist. Ist noch nicht so lange her. Irgendwann im Sommer auf jeden Fall. Guck dir doch einfach mal schnell alle Sales-Videos von mir an. Da kommen ja nur jede Woche, Quatsch, alle zwei Wochen kommt ja immer eins. Ungefähr. Im Sommer hatte ich das Gefühl, da habe ich jeden zweiten Tag ein Sale-Video gemacht. Wow. Mal an hier, ne? Diese Partikelstrukturen, die dann von so Energieströmen durchflossen werden. Oh oh. Und hier ist alles viel organischer und alles einfach weitergedacht. Ja? Das ist die Evolution von... Wow. Also RES. Und jetzt haltet euch fest, Evangelion. RES wäre so ein Spiel, was ich auch mir als Verpackung kaufen würde, nochmal zusätzlich, wenn es davon so eine Deluxe Edition gäbe oder so. Weil das ist wirklich etwas, das ich verehre. Wow. So, aber wenn man diesen ganzen Partikelwahnsinn hier gesehen hat, kann man auch verstehen, dass ich beim ersten Anblick von Tetris ein bisschen enttäuscht war, ne? Weil auch bei Tetris, alles, was ich bisher gesehen habe, ist das immer noch nur halb so beeindruckend. Oh oh, die Rosan-Dinger muss ich vernichten. Und den Hauptboss da auch. Und das Schöne, seht ihr das? Hier besteht er nicht einfach nur aus Low-Polys, so wie in einem Infinity-Teil, sondern aus Partikeln und Energieströmen, und die Polygone an sich haben auch interessantes Shading. Die sehen aus wie Glas oder Kristall oder so. Das sieht einfach alles fantastisch aus. Oh oh, oh oh. Und ich muss mir die Waben wegknipsen. Aufleveln. Wow. Oh ja. Yeah. Also. Ja, genau, das ist noch nicht so lange her. Beziehungsweise, ich glaube, im letzten halbes Jahr war es. Ist ja auch von demselben Macher, ne? Genau. Sie haben nämlich nach RES haben sie Child of Eden gemacht. Und das habe ich merkwürdigerweise mir zwar für die PlayStation 3 damals geholt, aber eigentlich nie gespielt, muss ich sagen. Echt, zu meinem nachträglichen Bedauern. Wow. Puh. Unfassbar. Ich habe doch gerade gestern bei der News-Sendung die
die offizielle Webseite zu Beat Saber durchgelesen, also auf der Sony-Webseite. Da steht alles, was spezial ist und so weiter im Verhältnis zur PC-Version. Also entweder du guckst dir nochmal meine News-Sendung von gestern an und suchst den Beat Saber-Teil. Oder ich habe auch unter der ersten Nachricht, dass Beat Saber released wird, den Link zu der Sony-Webseite, wo die ganzen Details stehen. Und was hier interessant ist, ne? Es hat im Prinzip eine verwandte Game-Mechanik wie Res Infinity, aber es wirkt hier alles nicht so, so aggressiv. Also wenn man hier Sachen zerschießt und so, dann fühlt sich das an wie, ich weiß auch nicht, irgendwie richtig. Ja, wenn die hier so platzen, bum, bum, mit so ganz sanften Geräuschen und dann gibt es Glitter. Yeah. Super cool. So, einen muss ich noch zerstören, glaube ich. Da. Ich glaube, man kann auch irgendwie Gas geben oder so. Ja! Was? Das Lama 8-Bit habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Oder ich lese mir das mal später durch Evangelion. Eben nicht geschnallt, was du meinst. Aber irgendwie schnalle ich die Steuerung hier nicht so richtig gerade. Ich will an den Würfel ran, aber ich komme nicht näher. Jetzt. Alright. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, meine Intention, Rest zu spielen, war jetzt tatsächlich auch, um es mal wieder zu spielen, kennenzulernen, die Atmosphäre einzuatmen und dann darüber auch ein Review machen zu können. Aber mal gucken, das ist sehr, sehr komplex, finde ich. So, das zu durchschauen und zu beschreiben, ist echt eine komische Aufgabe. Also ein merkwürdiger, zweibeiniger, roter und blauer Roboter tanzen hier vor mir. Ah, den einen habe ich vernichtet. Beide. What? Gut. Oh nein, da sind sie wieder. Zumindest einer. Der ist jetzt ganz weit über mir. Kommt er wieder runter? Komm, Joe. Explodieren. Yeah. Ich glaube, danach muss ich gleich nochmal Tetris spielen. Tetris ist ja definitiv mit der Unreal Engine gemacht. Hier habe ich jetzt extra drauf geachtet. Aber es gibt keine Information, mit welcher Engine Res gemacht wurde. Haha.
Ja. Ein Rail-Shooter mit Musik. Nee, es ist ja nicht nur mit Musik, ne? Man ist ja auch mit der Musik. Guck dich das alleine da an, ne? Was jetzt da am Horizont ist. Das ist ein Riesengebilde. Und vor allen Dingen, ich habe ja irgendwie als Jugendlicher dann später erst so ganz viele Cyberspace-Bücher gelesen, ne? Von William Gibson etc. etc. Und ich finde, so wie das Cyberspace in diesen Büchern beschrieben ist, das hier sieht aus wie die Visualisierung dazu, ja? Dass alles total abstrakt ist und Daten durch so verschiedene abstrakte Formen symbolisiert werden und so. Finde ich sehr schön. Jetzt greifen mich die Schweine aber an. Guck mal, die Haare von der Dame da. Das sieht so cool aus. Übrigens, wenn ich länger X halte, seht ihr das? Da steht ja mal 1, 2, 3, 4, 5 Max. Dann schieße ich sozusagen, also ich sammle dann mehrere Schüsse, Raketen, was auch immer da wegfliegt. Und schieße die dann alle auf einmal. Während ich bei den Gegnern hier, die nur einmal angucke, und dann löst sich jeweils nur ein Schuss. So ein Prinzip würde ich mir ehrlich gesagt wünschen für Invasion, fällt mir gerade ein. Alter, mein Charakter wurde getroffen zum ersten Mal. Ja, dass man bei Invasion nicht wie ein Bescheuerter den Trigger drücken muss, sondern einfach nur sanft X oder den Trigger den Gegner anguckt und dann fliegt was los. Aber naja. Das verträgt sich auch mit der Aim-Controller-Steuerung nicht besonders. Aber es wäre entspannter. Oh. Verhalten von den Gegnern ist halt total krass. Die ersten sind die hier jetzt, ne? Diese goldenen. Die bewegen sich total organisch. Ja? Die wirken wirklich wie Lebewesen. Alter Schwede. Super. Also, ich kann jedem nur dazu raten, sich diese Erfahrung mal zu gönnen. Es ist ein ziemlich krasses Erlebnis im Feuer. Ich fand es erst ein bisschen doof, dass das hier in diesem Modus nicht mehr so krasse Elektromusik ist, sondern so ein bisschen poppigere Musik. Oh. Aber mittlerweile finde ich das richtig cool. Weil es alles so entspannt ist. Ja? Obwohl hier so viel Action ist. Es ist total smooth. Hey, der hat mich getroffen. Verdammt, ich muss aufpassen.
wieder das Problem, dass mir ganz schön Gegner auf die Pelle rücken. Oh, fuck. Habt ihr gesehen? Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt den Reisemodus genommen habe, sterbe ich nicht. Ansonsten wäre ich jetzt schon öfter mal weg vom Fenster. Ich fliege mal hier ein bisschen rum. Immer noch die Dame hier bekämpfen. Ich glaube nämlich. Oh. Ich glaube, ich habe sie getroffen. Oh Gott. I freeze. Ich glaube nämlich, wir haben jetzt doch den ganzen Era-X-Modus schon gesehen, weil wenn ich die hier erledigt habe, dann war es das schon. Echt schade ist, ne? Weil der ist unfassbar schön. Ich werde mal zusehen, dass ich sie nicht so schnell erledige. Immerhin. Aus welchem Gegner kommen ja normalerweise Schmetterlinge und sowas raus? Sie lächelt, ja. Ihr scheint zu gefallen. Tja, kommen Schmetterlinge raus. Ich hätte ein Oh. Wow. Und vor allen Dingen, wisst ihr, worauf ich mich freue? Keine Ahnung, in 3 Jahren auf die PlayStation 2. Und dann Spiele, die das hier nochmal komplexer, nochmal besser und nochmal krasser machen. So, das war's. Ich habe eben mal mit euch zusammen Area X durchgespielt. Es wäre ganz lustig, mal zu gucken, ob Namen des Teams bei Tetris auch vorkommen. PSVR 2. Ja, was habe ich denn gesagt? Genau, also die nächste Generation VR-Brillen, was weiß ich, mit mehr Pixeln, leistungsfähigeren Chips. PS2. Okay. Ja. Auf der PS2 kann man ja Resident spielen, ne? Witzigerweise. Ach, guck mal. Das war auch schon die Unreal Engine. Interessant. Okay. Alright. Ja, witzig. Warum? Warum haben die es denn nicht besser drauf gehabt? Also warum machen sie denn eine Demo von Tetris, die aussah, als wenn sie noch dran arbeiten, die Engine in den Griff zu kriegen, ja? Ist ja schräg. Weil ich habe mittlerweile gehört, dass Leute mit der normalen PS4 sagen, auch bei ihnen ist die Grafik besser als bei der 5-Tage-Demo, die man jetzt ausprobieren konnte. Das wundert mich. Oh Mann. Oh, man kann hier sogar noch ein bisschen rumfliegen. Cool. Ein Schmetterling gibt's auch noch. Schönes Erlebnis auf jeden Fall. Also, gönnt euch das mal. So, jetzt reicht's aber auch, Leute. Jetzt werde ich mal wieder in den normalen Tag eintauchen. Achso, witzig, also man kann hinter die Credit-Schrift fliegen, ne? So, da läuft sie immer noch. Jetzt ist sie eh vorbei. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Ich glaube, wir kommen wieder ins Menü oder so. Das ist, ich rede ja immer von meinen imaginären Top 10 und ein Platz dabei belegt auf jeden Fall Resident Infinity irgendwie auch. Ja. Ich mag ja auch gerne so super freakige Sachen.
Gestern habe ich auch wieder von meinem anderen Lieblingsspiel Tempest erzählt, wo es ja auch noch eine geringe Chance gibt, dass wir das irgendwann mal auf der VR spielen können. Und das ist nämlich genauso irre und psychedelisch und mit Musik und boah. Alright. So, das war's von mir. MoFun VR. Mit der Mittagsübertragung von einem meiner Favorite-Klassiker auf der VR. Es gibt es für ziemlich viele Brillen mittlerweile. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr welche Hardware ihr habt und ob es da Res Infinity gibt. Lege ich jemand Herz. Wenn es das für die Oculus Quest geben wird, wird das einer meiner ersten Titel sein, den ich auch hole, weil das ist so ein Ding, da habe ich immer Bock, das rauszuholen und wo auch immer ich bin, das mal halbe Stunde zu spielen. Das macht Spaß. Episch. Ja, genau. Alright, so. Dann hier, meine Homies, die zugeschaut haben, bei denen bedanke ich mich besonders. Aber auch bei allen, die das vielleicht später in der Konserve sehen, freue ich mich, wenn ihr das mögt, was ich euch hier zeige und mir dafür einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren, aber überlegt euch genau, was ihr tut. Bis dann. Mut Hansen. Ist sowas von raus jetzt. Tschüssi.